Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich habe mich eingeworfen vorhin, weil Daniel gesagt hat, müsse niemand in Berlin mehr erklären, dass in der Mietenpolitik etwas falsch läuft. Lieber Daniel, wenn ich nicht wüsste, wie viel du in dieser Stadt und auch in dem Bezirk, aus dem ich komme, unterwegs bist, dann hätte ich mich an der Stelle gefragt, wann warst du eigentlich zum letzten Mal in Neukölln? Bei Buschkowski. Weil in Neukölln haben wir nach wie vor eine Situation, dass das überhaupt nicht klar ist. Wir haben eine SPD, die sich bis vor kurzem sehr explizit positiv zur Verdrängung geäußert hat. Ihr kennt die Zitate von Buschkowski, er halte nichts davon, Hartz-IV-Kieze unter eine Käseglocke zu stülpen und Ähnliches, mit dem sie die ganzen Debatten um die Mietpreise die ganze Zeit auch weggedrückt haben. Und jetzt habe ich heute dann, habe ich gerade gelesen, in der Zeitung wird der heute neu gewählte CDU-Kreisvorsitzende sagt, Milieuschutz gefährde den Boom im Kiez. Lieber Daniel, da hat tatsächlich jemand verstanden, das ist ein Problem. Das heißt, die Neuköllner CDU hat verstanden, es ist ein Problem, nur sie hat es komplett falsch verstanden. Ich glaube, das ist nicht das, was du gemeint haben. So, und Antje hat es schon angesprochen, wir haben beim Milieuschutz vor allem da Erfolge, wo wir grüne Stadträte haben. Wir haben in diese Debatte in Neukölln jetzt gerade sehr intensiv geführt. Wir haben mit sehr viel Mühe der Zählgemeinschaft oder der SPD zwei Voruntersuchungen für zwei Gebiete abgetrotzt, aber das soll es dann auch erstmal gewesen sein. Das will man jetzt erstmal, das bereitet man jetzt erstmal die Ausschreibungen vor und dann wird das irgendwann vielleicht mal festgesetzt und dann ist die Meinung der Neuköllner SPD, das müsse man dann aber auch erstmal auswerten und untersuchen und dann könne man mal weitersehen und dann könne man in ein paar Jahren vielleicht mal darüber reden, ob man nicht noch mehr Milieuschutzgebiete irgendwie einrichten könne und bis dahin ist es dann tatsächlich zu spät und deswegen ist das ein wichtiges Signal, auch dass wir hier und heute nochmal sagen, dass wir für eine andere Mietenpolitik in dieser Stadt stehen. Und das geht ja auch an vielen anderen Punkten tatsächlich im Verwaltungshandeln dann weiter. Das geht bei der Umsetzung von städtebaulichen Verträgen, bei der Aufstellung von Bebauungsplänen. Was wird da wie geregelt? Wie versucht man da mit Investoren umzugehen? Das ist einerseits ein Problem, das steht auch im Antrag drin, ein Personalproblem, dass wir einfach die Bezirke dermaßen ausgeblutet haben, dass sie das nicht mehr leisten können. Das ist an ganz vielen Stellen aber auch ein politisches Führungsproblem. Unsere grünen Stadträtinnen und Stadträte zeigen, dass es anders geht, aber in Neukölln ist es eben so, dass es ganz, ganz mühsam ist und dass wir jeden Mühe irgendwie an der Anwendung von städtebaulichen Verträgen oder anderen Regelungsinstrumenten, die wir auf bezirklicher Ebene haben, dieser SPD und wirklich mühsam abbringen müssen. Noch ein letzter Punkt, der mir wichtig ist. Heute ist viel von Verdrängung geredet worden. Wir haben aber auch die Situation, dass Menschen enger zusammenrücken durch die steigenden Mieten. Im Reuterkiez in Neukölln, wo ich wohne, ist heute schon jede siebte Wohnung überbelegt oder deutlich überbelegt. Und ich glaube, das dürfen wir auch nicht aus dem Blick verlieren, wenn wir auch darüber reden, weil das bewirkt einfach einen extremen Nachfragedruck auch auf soziale Infrastruktur, auf Grünflächen, auf Kitas und Schulen. Und ich glaube, das ist was wir bei den ganzen Planungen auch immer mit berücksichtigen und mit bedenken müssen. Dankeschön. Danke, Jochen. Wir haben jetzt einen gesetzten Redebeitrag. Danach können